Hallihallöchen, Freunde! Na, was geht ab? Wir sind wieder da zu Ocarina of Time zu Part. Hast du nicht gesehen? Und ihr habt es gerade bestimmt schon gesehen, mein neues geiles Intro-Bild. Oh yeah, das werde ich jetzt so immer so in meinen Let's Plays machen. Natürlich werde ich nicht in jedem Let's Play das Zelda-Bild machen. Das geht nicht. Und ja, das wollte ich mal jetzt neu einführen. Ja, es wäre erst zum Ende des Let's Plays, aber ist egal. Man kann ja zwischendrin immer was Neues einführen. Und ja, nach einiger Überlegungen habe ich mir denn doch überlegt, ja, ich hole mir die Eispfeile, aber mehr auch nicht. Also da mache ich gerade das Nötigste, um die Eispfeile zu holen. Und ich werde da jetzt auch hinreiten. Ich habe da jetzt nicht vorgehabt, offscreen hinzugehen, weil mir ist gerade so ins Gedankenbild geschossen, dass das ja das letzte Mal sein könnte, ich bin mir noch nicht ganz sicher, dass wir unser Pferdchen benutzen, weil, naja, von Gerudo nach hier aus können wir ja wieder die, können wir ja hier die Kantate des Lichts benutzen. Da brauche ich ja jetzt extra nicht nochmal ein Pferdchen auspacken. Das heißt, das wird unsere letzte Reittour sein, Freunde. Aber das ist ja halt nicht so schlimm. Aber ich dachte doch, ja, das ist schon in Ordnung so, weil ich sag's mal so, ich erklär's euch mal, wenn ich jetzt nicht die Eispfeile holen wollte, dann würden die, ich glaube, ich benutze gerade das falsche Lied, wenn ich jetzt die Eispfeile nicht holen würde, dann könnten die sehen wollen, wie ich das Gerudo-Trainingsdingens da mache, das gar nicht sehen, weil es nicht existiert. Die nicht sehen wollen, könntet ihr einfach wegspulen. Also dachte ich, ist das einfach das Beste, wenn ich es aufnehme, oder? Das ist für die meisten die beste Lösung, Freunde. Also, let's go. Ich habe mich schon zwischendurch jetzt offscreen schnell mal mit dem Meduett des Waldes an Feen aufgefüllt, weil ich möchte mich daran erinnern, dass man die da auch ganz gut gebrauchen kann. Let's go! Hiya! Ach, und es wird so schön tags, Freunde. Ja, das passt doch gerade, oder? Dillin! Let's go, Freunde. Wir holen uns die Eispfeile. Das habe ich mir jetzt doch nach reichlich langer Überlegung so halt festgestellt, ne? Ah ja, da freue ich mich ehrlich schon drauf. Aber ich weiß gar nicht mehr genau, wie das funktioniert. Aber ich habe ja mein Büchlein wieder gefunden. Und das sagt mir zwar nicht sehr genaues, weil das Dingens, also die... Ihr werdet ja sehen, ungefähr wie das aufgebaut ist. Das ist alles ein bisschen sehr verwirrend. Und, naja, eigentlich hilft mir das nur bei der Tatsache, wo ich die ganzen Schlüssel finde, weil wir brauchen dafür verdammt viele Schlüssel. Naja, das ist nicht so optimal. Sagen wir es so. Aber ich denke mal, das wären noch zwei ganz coole Extra-Episoden für euch. Und dann geht's auch Richtung Finale. Das ist ganz cool, dann geht's nämlich so Richtung 60. Part ins Finale. Das passt eigentlich ganz cool. Vielleicht kann ich ja Ocarina of Time 64, also weil es ja für Nintendo 64 ist, mit 64 Parts spenden. Das wäre doch geil, oder? Aber ob ich das schaffe, ist natürlich noch rätselhaft. Werdet ihr denn sehen am Ende? Oh Mann, hab dich nicht so, du Pferd. Los geht's. Das hat übrigens noch so einen kleinen Gedanken. Ihr merkt schon, ich bin schon wieder voll in der Mucke drin. Ja, weil ich die Musik ja extrem geil finde und dachte, ja, naja, dann hast du das so als Vorwand, nochmal die Mucke zu hören. Los geht's. Ähnlich? Ja, doch. Ja, doch. Ich denke mal, drei Parts könnten es schon werden. Oder? Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht mehr genau, wie das alles war. Also, ich sehe zwar, wo die Schlüssel sind, aber ich weiß nicht mehr, was ich da machen musste und so. Das könnte so seine Komplikationen mit sich führen. Boah, hier leckt es schon wieder. Das ist immer hier in dieser Ecke. Bremst doch ab. Pferdchen, stopp. Absteigen. Zack. So, let's go, Freunde. Die Gerudo-Trainingsarea. Oh yeah. Das ist die Trainingsarea. Oh, 10 Rubine. Das kriegst du locker hin. Wie schießen halt? Habe ich jetzt irgendwie was... Habe ich jetzt einen falschen Gedankenwurf? Nee, oder? Eigentlich doch nicht. Das war doch das, wo es immer so im Kreis ging und da musste man dann die Schlüssel holen und dann in der Mitte und da den Eisfall holen, ne? Ja, genau. Die Gerudo-Arena. Gerudo-Training... Wieso leuchtet's hier? Okay. Oh! Ha! Guck mal! Ha, hier, so ein Augendingens, ne? So Aufschießdingens, ihr wisst schon. Ja, komm her, Mann. Patz. So, wollt ihr betönet? Eine Kiste. Ja. Eine Kiste. Gibt's ja nicht in dem Raum irgendwas was wie eine Karte, weil damit ich mal so eine Karte hätte, das wäre immer ganz geil. Ich meine, ich hab jetzt mal eine Karte, aber. Oh, da ist noch eine Kiste, cool. War die da vorher auch schon oder habe ich jetzt zwei Kisten gerade gekriegt? Ach, keine Ahnung. So, Freunde, ich zeige euch mal das Labyrinth ganz kurzens hier. Nur wenn du die Prüfungen in den verschiedenen... Genau, dann kriege ich die Eispfeile. Hierbei muss ich aber bedenken, dass ich nicht glaube, dass jemals ein Gerudo diese Prüfung geschafft hat, weil hier braucht man... Bemühe dich mit deiner ganzen Kraft, alle Schlüssel zu erhalten, damit du dir unseren streng gehüteten Schatz verdienst. Freunde, er ist so nah... Oh. Ah.
Ja, genau, ich muss ja auch noch immer in die obere Etage. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr. Wo konnte man hochklettern? Ah, das habe ich mit dem Auge der Wahrheit gesehen und dann rechts gibt es noch so eine extra Ecke, da kriegt man diese kleine Truhe da oben, die seht ihr von hier unten aus schon ganz gut. Oh Gott, ich glaube, ich brauche 5 Schlüssel oder 6. Oh, da waren ja halt ziemlich viele Schlüssel. Und ich bin nur mal einmal im Kreis gegangen. Hab immer entgegen meinem Lösungsbuch, weil da fängt das immer links an mit 1 und dann rechts ist die 10, aber ich fange mal hier an, komischerweise. Und hier begegnen uns erstmal Gegner. Du hast eine begrenzte Zeit, um alle Gegner zu besiegen. Ja, das kriegt doch hin, Freunde. Hier, geh mal sterben, du Dingensen. Hier, Grip, hier. Ja, okay, das hat ja reicht. Ich dachte schon, er ist jetzt wieder bloß betäubt. So, hier, du Spacken. Ja, willst du aufs Maul, ja, hier. Ja, Schlitz und down, Mann. Und du bist der Nächste, hm? Na, was willst du machen? Yeah! Und Schlitz! Oh, Treffer! Oh, Tor! Ja, yeah, Patz! Und down! So, okay, das war's. Für den ersten Raum. Oh, yeah! So, jetzt muss ich mir mal so ein bisschen vergegenwärtigen, in welchem Raum ich bin, wenn ich hier drinne keine Karte habe, damit ich hier nicht durcheinander komme. Ein Schlüssel! Der erste, Freunde, ich glaube, ich brauche 7 oder 8. Ich weiß, es gibt extrem viel. Ich glaube, es gibt 9 Stück oder so. Wie war denn das nochmal? Ja. Eigentlich wollte ich das nicht machen, gerade weil ich das nicht so prickelnd finde. Überquere den feurigen See. Oh, toll, das hätte ich jetzt nicht im Arsch, wenn du das nicht gesorgt hättest. Du Bengel. Oh, zack. Hier ist ganz einfach. Schalter drücken. Was passiert da? Da oben liegt ein Schlüssel. Einfach so. Oh, jetzt wünschte ich, ich könnte da so ein bisschen tricksen, aber ist da irgendwo so ein Hack schon? Never. Nee, das geht nach Stadt, machen die nicht. Da werden sie ja schön bescheuert. Wo geht's denn da nach außen, hä? Ich denke mal, dafür muss ich alle Rubies einsammeln. Nein, no. Na lecker, voll in die Laberin, na lecker. Okay, das war schon mal nicht. Ich glaube, da muss ich die Gleiterstiefel auspacken. Zack. So, was ist das jetzt hier nur für ein Schalter? Was macht denn der? Ja, nicht. Ist doch voll von S. So, okay, Freunde, jetzt packe ich sie aus, weil sonst wird's riskant. Ich will hier nicht normal abstürzen. Ha, ungerne, echt ungerne. So, Gleitstiefel. Let's go. Lass uns ein bisschen rutschen und schweben, Freunde. Heppa! Und. Oh, geschafft. So, fahr nochmal hin und. Was willst du denn von mir immer, du komischer Feuerknochenkalle hier? Ja, genau. Hab ich auch verstanden. Du blöder Arsch, jetzt geht das Ding einfach wieder an hier. Oh, immer dieses Vieh springt hier immer dazwischen, ich krieg Angst. Und zack, dann hier rüber. Jetzt aber mit ein bisschen mehr Schmackes hier. Das geht ja gar nicht, dass ich das gerade hier in dem lächerlichen Zeitlimit, was eigentlich groß genug ist, um eben mal die Welt zu vernichten, hier nicht geschafft habe. Oh. So, und jetzt nochmal. Zack, und weg hier. Los, da kommt sonst wieder Feuer und dann schieße ich mir runter und dann war alt für den Arsch. So, da war noch einer. Ja, genau, da oben. So, da oben ist eine Fackel, das kann ich auch benutzen. Ach, ja, komm, hier, dann nehme ich halt das Ding da. Zack. Hep. Und die Tür ist open und natürlich, das ist die Tür da unten. Habe ich mir... Oh, könnte ich da jetzt nicht irgendwie rüber sliden? Das wäre echt cool. Hätte ich da drüben noch einen Schlüssel ergattert. Ich hoffe, ich falle richtig. Hey, Chikakabakachaka-Dingstens. Mann, Link, du, ich krieg noch mein Herz, Kasper. So, hier rein. Wo geht's dann hier rein? Let's mal looky-looky machen. Ach nein, hier, komm. Nein, kein Bock. Nein, scheiße. Oh nein. Ja, hier müssen wir unter Wasser, Freunde. Ihr seht schon, hier sind Hyrule-Blocks, wie ich immer so gerne sage. Die müssen wir jetzt erstmal wegmachen, ist klar, ne? Hab ich auch verstanden. Macht nämlich ja keinen Spaß, der Scheiß. So, also, warte mal. Genau. So, da ist jetzt ein ätzender Wasserraum. Das weiß ich noch. Gerade die beschissensten Sachen behält man sich immer, aber ich glaube, das ist euch kein Fremdwort. Wenn man sich, naja, mal halt die beschissensten Sachen merkt, ne? Dann muss ich gleich meine Wasserklamotten anziehen. Jetzt haben wir eine blau-rot-Ausrüstung. Das sieht auch mal geil aus, irgendwie. Cool, ey. So, let's go, rein da. Auf Loop.
So, was denn hier los? Ach, hey, ich hab den Fanghaken draußen, gut, dann kann mir ja nicht viel passieren. Außer ich kann sterben und elendig hier verkrepieren und mir ein Game Over leisten. Weg hier. So, ihr kleinen Bobs, ja, ihr wollt auf die Fresse, hab ich gehört. Da könnt ihr doch haben, Patz, Schlitz, Down und so. So, ich glaube, ich mach die erstmal alle verput für den Arsch hier, das wird sonst kacke. Ach, hey, hier, komm. Instant aufs Maul und du auch gleich hier. Instant aufs Maul, oh nein. Patz aufs Maul. Und du hier auch noch, Patz. Patz aufs Maul, so. Jetzt muss ich die ganzen Rupees hier einsammeln. Oh. So. Wie war denn das nochmal? Muss ich da jetzt die Stiefel ausziehen? Warte mal, nee, halt, hier sind doch überall Platten an der Seite, ne? Da kann man das doch auch bestimmt. Ja, das müsste ja eigentlich gehen. Dann habe ich ja... Ach ja, doch, das kann ich mir von hier aus auch holen. So, jetzt müsste ich hier, oder? Genau. Ihr seht schon, die 10 Rubine haben sich längst wieder ausgezahlt, weil man, wie man vielleicht gemerkt hat, was man eher seltener mitbekommt. Ich hoffe, das reicht. Zack. Ja, natürlich reicht ab. Man kriegt auch für silberne Rubine 5 Rubine. Ja, warum auch immer. Das ist ja eigentlich eher so ein, immer so ein Tür-offen-Mechanismus hier, ihr wisst schon. Und da ist eigentlich ungewöhnlich eher, dass man da für Geld kriegt. Ich meine, wenn ich einen Lichtschalter drücke, krieg ich ja auch keinen Euro in der Hand gedrückt, oder? So, warte, war das immer noch nicht? Was gibt es denn hier noch? Hab ich jetzt ihn vergessen? Ach, da oben. Zack. Naja, da der muss ich die Stiefel ausziehen, da komme ich so nicht ran. Das ist nämlich über der Platte. Naja, okay. Streite ich mich nicht drum. Huch, hey, hallo? Hey, hey, wer guck mal gefragt? Du wirst ja weggespült, das ist ja ein Ding. So, komm, Linky, hoch hier. Was? Zack. Zack und Dalli. Da muss halt viel schneller gehen, der Part ist gleich wieder vorbei. Das ist ja voll ätzend. Ja, und ich denke mal, das neue Intro-Bild, das gibt mal ein bisschen Abwechslung, immer dieses schwarze Einblendbild. Ich dachte, kannst ja eigentlich mal ein schönes Bild nehmen, weil so gut zu Ocarina of Time passt, dann hast du auch immer so einen klassischen, für dich typischen Anfang, so einen individuellen, halt. Ich bin ja immer so individualitätsbezogen. So, wo muss ich denn jetzt weiter? Also einfach da geradeaus, ne? Na gut, okay, wieder die Gleitstiefel an. 2 Minuten habe ich noch, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, so. Nee, das probier ich gar nicht erst. Das kann doch wieder was schief gehen, Freunde. Grieche doch. Das riecht nach gebratener Link hier, ihr wisst doch, ne? Das riecht nach Hackbraten. Zack. Und zapp. Halt! Was mache ich denn hier? Aus! Sitz! Oh, Alter! Oh, Herzkasper! Ich werde fast 20, hallo? Das könnt ihr mit mir nicht machen. Ich krieg einen Koller. So. Wo geht's denn hier rein? Jetzt bitte wieder einen ruhigen Raum, wo ich bloß kämpfen und auf die Fresse hauen muss. Das wäre mal ganz entgegenkommt. Ja. Finde den geheimen Durchgang. Ich höre einen Laser irgendwo. Hier, komm aufs Maul, nicht dich. Den hier. Ja, genau. Dankeschön. Ich sehe die Fledermaus nicht. Boah, ich kapier. Ja, nicht das. Und noch eine Wolver-Tag. Du blöder Arsch! Patz down! Hier! Oh, ein Herz! Das hole ich mir erst. Oh. Hier, du Fledermaus. Du willst aber bestimmt kämpfen mit mir, ne? Komm her. Tschuin, hast du dir das war. Und jetzt hier aufs Maul! Das ist mir das sicherste, was man machen kann. Oh, 3 Herzen, schön, Freunde. Geil, Scheiße. So, was, jetzt gibt es jetzt 2 Schlüssel? Nö, das sieht nicht so aus auf der Karte. Tja, das wird aber bestimmt hier mit den Stahlhämmern schon zusammenhängen. Aber ich bin ja denn, also wenn jetzt Geld drin ist, Freunde, dann pass auf, wir haben jetzt 15 Minuten laut meiner Uhr. Das heißt, das wird jetzt ein bisschen verlängert. Wenn ihr wisst, was in der Kiste drin ist und ihr wisst, dass das langweilig ist, dann könnt ihr den Part halt früher beenden oder so. Ist mir ja relativ, nee, was heißt relativ egal? Nee, eigentlich nicht. Ich bin ja immer froh, wenn die Leute meine ganzen Parts gucken und nicht nur einem so, der ist kacke. Okay, da haben wir es gefunden. Da muss ich bloß einen Pfeil reinschießen und dann denke ich mal, dann habe ich zur 2. Kiste. Vielleicht ist ja noch ein Schlüssel drin. Ich meine, das sieht zwar hier nicht so gerade so aus, aber egal. Weil in der Mitte ist eigentlich der Schlüssel angezeigt. Diddle, diddle, diddle.
Okay, da ging muss die Tür auf. Das ist natürlich auch geil, ne? Also, das hab ich jetzt auch verstanden. Ach komm, machen wir weiter. Patz! Ein Schalter! Na, sieht da, das geht doch so auch. Ach, Feuer geht aus, ich hab's gehört. Eine Kiste! Yo, mach auf die Kacke! So, war das da drinne? Ah, hier ist doch der Schlüssel. Hab ich in der Kiste gerade was anderes gekriegt? Jetzt hab ich vor lauter Quatscherei an den Uffi passt. Das ist ja auch schlau. Das ist hier noch mehr? Nö. Sieht nicht so aus. Das ist hier noch was. Na, das sieht auch nicht so aus. Dann wartet hier. Los, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann. Macht's gut. Haut rein und ciao.